So, das ist jetzt Wasser, was da unten ankommt. Mist. Denkfehler, gut. So. Also ich plane gerade was anderes. Ich hätte gern doppelt so viele in Reihe geschaltet. Also hintereinander, nicht in Reihe. Aber hier kommen dann jetzt wieder gleich die Electrolyzer hin. So. Hier ist kein Strom, okay. Und dann machen wir das einfach durch ein Untergrundding irgendwie dahinter, dass es dann auch da mit rankommt. Das heißt, ich brauche den hier nochmal so. Das wird da nicht verbunden. Sollte alles okay sein. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So. Und jetzt einfach an der Seite irgendwo. Das da hoch. Da raus. Das war doof. So ist besser. Mhm. So, und alles, was jetzt hier hergestellt wird, kommt da mit rein und landet dadurch auch bei diesem Rohr und kommt da oben hin. Kommt das mit dem Wasser jetzt hin oder ist das Rohr leer? Nö. Nö, alles gut. Schön. Das sollte jetzt aber mal genug Wasserstoff sein. Und wenn nicht, mache ich davon einfach noch ein, zwei rein, dann passt das. Ja, Rohre füllen sich, alles gut. Was noch alles? Muster. 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 Damit wir hier den riesigen Batteriepark machen können. Also Batterie oder Solarpark. Ich weiß noch nicht genau was. Darf noch nicht zu viel machen, aber selbst mit 60 Construction Bots ist es nicht gewährleistet, dass immer alles gemacht wird. Und wir laufen mit einem Angriff rein. Mit inzwischen zwei Hydralisten. Plus irgendwas da hinten. Splush. So. Oh, das sieht komisch aus. Aber ja, doppelte Mauer sollte langsam wieder gebaut werden. Hatte ich ja hier in der Ausarbeitung noch nicht ganz zu Ende gemacht. Auch die Türme wählen noch teilweise. Da war auch noch was. Da ist das Blueprint. Stopp. Ich werde das mal kurz anpassen müssen. Ich hatte es vor, keine Ahnung, 5, 6 Folgen, wenn nicht sogar noch mehr, nicht ganz ernst genommen, die Umwandlung von den blauen Ärmchen zu den grünen Ärmchen, weil ich dachte, man kann es ja leicht beheben. Ich habe dabei allerdings nicht bedacht, warum habe ich jetzt, stopp. Ich baue jetzt mal ein Musterbeispiel. Was ich allerdings nicht dabei gedacht habe, ist, dass die auch immer wieder zerstört werden, die Türme. Also doch relativ regelmäßig. So, weg, 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 weg. Das heißt, wir nehmen mal die drei hier. Als Standard, als die Norm. Die drei wollte ich nur. Ja. Okay, dann kommt das Fließband ist soweit in Ordnung. Dann brauche ich mehr grüne Ärmchen. So. Und dann brauche ich die Türme, die ich gerade gar nicht habe. Mist. Hier, Kiste. Du kriegst mal das ganze Erz, das da, so. Blub, blub. Munition weg. So. Und ich baue mir dann einfach Missile Turrets. Nein, baue mir davon 5 Stück und davon 5 Stück. Weil ich fast versucht bin, alles jetzt auf Sniper-Türme zu setzen. Nee. Wie wird das aussehen? Gut. Es würde echt gut aussehen. Machen wir es anders. Machen wir 2 Sniper, einen regulären. Da braucht man noch einen. Da. Das ist echt. Oh, warte, ihr seid zu weit weg, oder? Ne, ist genau richtig, okay. Du. So, jetzt kommen die grünen Ärmchen. Das
stört mich, dass es zweimal zwei Türme sind, aber lässt sich nicht ändern. Und die werden jetzt jeweils mit der richtigen Munition eingestellt, was ich von Hand machen muss. Das heißt, du bekommst nur die Munition. Wobei vorgeschlagen wurde, dass ich auf die Explosive-Munition umschalten soll, weil mein Hauptziel oder allgemein die meisten Zerg recht anfällig sein sollen gegen Explosive. Ich weiß allerdings nicht, ob Range 50? Range 70? Ah, okay. Die haben also auch eine Reichweitenbegrenzung. Nee, ich glaube, ich bleib dann doch wirklich bei dem hier. Auch wenn das denn nicht ganz so toll ist, aber es hat wenigstens eine höhere Reichweite. Kann ich auch noch gar nicht die bessere Muni, ne? Was bräuchte die? Die bräuchte jeweils zwei Explosives pro Magazin. Ja, ist okay. Nein. Du, da. Du nimmst bitte die Munition und du nimmst bitte nur... Was sind das für... Egal. Wo ist die Gatling-Munition? Da. Shift links. Shift rechts, Shift links, Shift links. Jetzt bräuchten nur noch Licht. Dimp. Und dann ist... Oh, warte, nee, das gefällt mir besser mit dem Licht da, wo es ist. Genau, da drüber. Das heißt, wir haben Fließband, Türme, Ärmchen, Licht, Poles. Alles in einem Cluster. Und davon mache ich jetzt ein Blueprint. So. Und so soll es dann später komplett einmal außenrum aussehen. Oh, ich habe die Mauer vergessen. Ja. Dimp. So. Mit Doppelmauer und allem. Und wenn ich das jetzt... Okay, hier ist es ungünstig. Wenn ich das jetzt mit Steuerung setze, zerstört er alles, was vorher da war. Richtig? Nee. Macht er nicht. Also ich mach das hier weg. Und setze es dann drauf. So. Werden jetzt recht viele grüne Ärmchen verbraucht, was ressourcenlastig ist, aber gut. Bum. Aber dadurch sollte das Problem jetzt nicht mehr auftauchen, dass, wenn Sachen neu gesetzt werden, nachdem sie zerstört wurden, dass dann die falsche Munition reinkommt. Weil die Dingens hier immer von vornherein richtig eingestellt sein sollten, je nachdem, wo sie stehen. Das könnt ihr jetzt überprüfen, sobald die ersten Ärmchen da sind. Ja, Filter sind eingestellt. Alles gut. Super Arbeit, Jungs. Weitermachen. So. Sollte übrigens auch okay sein, wenn ich nur die Hälfte nehme. Also zum Beispiel nur so. Das hier müssen wir wieder von Hand machen. Also okay. Stopp. So. Das muss dann alles... Ja... Ich muss jetzt dann alles wieder wegmachen, damit es einheitlich ist. Ach ja, die armen Roboter. Die werden mich so hassen. Du da zu machen. Blub. So, was mich daran erinnert, ich sollte zwischendurch auch wieder zur Steinmine gucken. Das sieht schick aus mit diesen Etappenweisen hier. Also, Steinmine gucken, Strom checken. Ist okay. Dann kann ich, glaube ich, mal wieder so ein, zwei Folgen mit Automatisierungssachen verbringen. Also Fabriken bauen, Fabriken einstellen und dergleichen. Oh. Und ich könnte... Also erstmal nachgucken, ob wir irgendwo noch einen Big Pole haben mit 88% Hitpoints. Und ich könnte jetzt die Schilde hier bauen. So lange, bis ich davon genug habe, damit ich endlich mal wieder jemanden töten gehen kann. Das ist auch noch so eine Sache, richtig. Wie schaut es eigentlich mit Eisen aus? Eisen ist auf 14.000 von 11.000. Also schon, ne? Ordentlich gestiegen. Wäre nicht ganz so stark, wie ich dachte. Das Eisenerz wird allerdings weniger. Bald sollte es ziemlich viel weniger werden, weil von links gar nichts mehr kommt. Oh, und das hier kann... Alles weg. So, mitnehmen.
Grinder habe ich keine über. Ihr seid am Arbeiten. Ja. Bau. Was war das? Ach, Truck und Hammer. Bau bitte Steam Engines. Damit ich das hier weitermachen kann. Boiler kann ich auch schon mal setzen. Dum, 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 dum. Dum, dum. Bau mehr Boiler. Gut. So, Grinder haben hier nichts mehr zu tun, weil du leer bist und du gleich auch leer bist. Das heißt, das kann auch alles abgebaut werden und ich kann hier die letzten... Ich kann hier die Splitter weitermachen. Es kommen nicht genug Viewblocks an. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Haben wir schwer über? Nein. Haben wir leicht über? Nein. Wir haben nichts über. Brauche euch. Und ich brauche blaue Chips. Also wir brauchen Produktivitätsmodule. Ganz, ganz dringend. Warum habe ich bei Schwefel welche reingemacht? Ach so, weil wir da auch ein Problem... Öl, ne? Süderweiterung. War was, Gerogon? Ja genau, blaue Chips wollte ich mir schnappen. Und zwar da. Blaue Chips. Blaue Chips. Bau mehr davon. Schauen Sie sich die blauen... Woran hapert es jetzt? Rote Chips. Okay. Rote Chips. Von hier. Ja damit. Ja damit. Ja damit. Oh. Ja damit. Okay. Grüne. Ah, ein paar Grüne gehen auch, ne? Grüne gehen immer. So. Also da hätte ich schon mal genug. Dann... Ja. Nächste Folge. Einen ganzen Schwung Stein holen. Eventuell lieber einfach Fließbänder holen und gleich eine Verbindung runterlegen. Hm? Ja, mach das mal lieber. Also schnappt ihr da alle Fließbänder. Dann machen wir eine Verbindung von der Basis nach hier runter. Lassen es hier irgendwo einfach in eine rote oder lila Kiste fließen. Um so ein System zu bekommen. Und dann kriegen wir die ganzen Ziegel, die wir brauchen. Für Mauern und dergleichen. Hab ich eine Fabrik für Mauern? Nö. Nö, nicht direkt hier im Cluster drin. Bau bitte Mauern. Forder bitte 100 Ziegel an und beschränk dich mal auf ruhig ein paar mehr. Auf 5 Stacks Mauern, also 250. Damit wir für die Süderweiterung schon mal genug da haben, dass das vorrätig ist. Gut. Ja, also nächste Folge die Linie legen von oben nach unten. Dann... Produktivitätsmodule schön in die ganzen Ölsachen reinballern. Sowohl als sowohl hier unten rein, direkt. Hier. Als auch bei den Zwischenschritten. Also theoretisch bei denen allen das reintun. Das hab ich es. Hier bei dem Splitter auch. Warum ist hier 18 Leichtöl? Hab ich schon das kaputt gemacht? Warum? Achso. Immer noch 18 Leichtöl. Hä? Nein, 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 nein. Oh Gott. Dilele. Warum verbindest du dich nicht? So. Ja, es ist schon mal besser. Habe ich das absichtlich gemacht? Hoffe nicht. So, genau. Das Leichtöl kommt dann hier, wird da verteilt und der Rest geht nach oben, um daraus Lubricant zu machen, um daraus dann Engines und dergleichen zu machen. Wobei da auch nichts ankommt. Boah, das ist alles mau gerade hier. Also von einem Eisen-Stahl-Problem zu einem Ölproblem. Von einem zum nächsten. Und das bringt fast gar nichts. 12%. Das sieht mir nicht nach 12% aus. So, und ihr bekommt alle die besseren Speed-Module. Nach und nach. Also auch die bitte bauen.
So. Ja. Ja. Und eine Süderweiterung planen. Zwischendurch vielleicht ein bisschen töten gehen. Das hier jetzt komplett wegmachen. Sehr schön. Und die Grinder aufstellen bei dem Osteisen. Was ja jetzt unsere einzige Eisenmine ist. Dementsprechend vielleicht auch noch die Anbindung anpassen. Vom Osteisen in Richtung Dingensbummens schmelzen. Ja, also bis gleich.